Marcello Natali, Hausarzt in Codogno, in der besonders vom Coronavirus betroffenen italienischen Region Lombardei, ist an Covid-19 gestorben. Der 57-Jährige erlag einer schweren Lungenentzündung. Er beschrieb die schlechten Arbeitsbedingungen und zeigte seine Maske und Handdesinfektionsmittel. Aber er hatte keine Handschuhe, die gibt es nicht mehr, sagte er im Interview mit Euronews. Es war eines seiner letzten, kurz vor seinem Virustest, der positiv ausfiel. Auf eine solche Situation waren wir Ärzte sicherlich nicht vorbereitet, vor allem die Mediziner meiner Generation aus der Zeit nach der Antibiotika-Ära, die davon überzeugt waren, dass eine Pille die Lösung für alle Übel wäre. Dann wurde uns klar, dass wir auf dem Holzweg sind. Jetzt versinken wir in Demut, was uns vielleicht ganz gut tut. Forse ci serve anche un po' un bagno di umiltà e una cosa di questo genere potrebbe anche avere un suo senso. In Codogno sowie in der Stadt Casale waren am 28. Februar 14 von 35 Ärzten in Quarantäne oder wurden ins Krankenhaus eingeliefert, erzählte Natali. Es gibt weniger Besuche in der Arztpraxis. Wir wollen natürlich so wenig wie möglich Menschen an einem potenziellen Ort für Ansteckungen. Die Leute sind besorgt, aber alles in allem reagieren sie gut. Sie kommen nur, wenn es ihnen wirklich schlecht geht. Aber die Angst ist definitiv groß.